Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog. Heute machen wir ein Unboxing, würde ich sagen. Ja, mit dabei ist die Peaches. Hallo Peaches. Peaches freut sich. Wo Murphy ist, ich habe keine Ahnung, die Bettchen sind verschollen. Ich nehme an, er liegt auf der Couch und macht ein kleines Mittagsschläfchen. Aber jetzt gucken wir mal, wenn es raschelt, bin ich mir ziemlich sicher, er wird hier antraben. Oh, er ist da. Guck mal, er war unter dem Schreibtisch. Wieso hat er sich so ruhig gehalten? Murphy ist auch mit dabei. Hallo Murphy. Murphy, machen wir Unboxing? Wir gucken mal. Ja, ist erstaunlich, gell, dass die Pakete bei mir ankommen, obwohl hier immer der Absender und die Adresse fehlt. Das ist schon, ja. Ist erstaunlich, was die Post heutzutage alles leisten kann. So, weil das jetzt mit einer Hand ein bisschen blöd ist, wobei, ich versuche es mal. Aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ich werde mich wahrscheinlich jetzt hier in zwei Stücke schneiden. Das hat schon mal funktioniert. So. Ne, das, also an die Seiten hier, da ist nämlich ganz zuklebt. Ich schneide das mal eben auf. Bis gleich. Da bin ich wieder. So, ich würde sagen, wir machen es auf. Ich habe es auch noch nicht aufgemacht. Lass uns gucken. Bescherung. Oh, Werbung. Gucken wir mal, das machen wir. Dahin. Oh, was sehe ich denn da? Oh, Murphy, da wisst ihr. Oh, Heimatland. Kekse. Und noch mehr Kekse. Sind die für mich das aber sehr lieb? Was ist denn für ein Geschmack? Ah, mit Vanillearoma. Ich liebe Vanille. Nein. Andere Kekse. Ja, da liegt immer noch mein Spinnerspickzettel. Aber darum geht es ja jetzt gar nicht. Kekse. Dreimal Kekse. Viermal Kekse. Fünfmal Kekse. Born to be wild and unicorn. Wie cool ist das denn? Ist das putzig? Guck mal. Das ist ja knuffig. Oh Gott, da fällt mir gerade ein. Ich habe euch ja die ganzen schönen Sachen. Nein! Nein! heiß, ein Lufterfrischer. Da kommt das Auto. Oh, Jerry. Das ist awesome. Also, das ist ja richtig geil. Guck mal, ein Einhorn-Duftbaum. Wie cool. Was haben wir da? Oh. Ui, was ist das? Was ist das? Das ist ein USB-Stick. Okay. Und ein Döschen. Moment. Ich gucke mal. Es sieht aus. Es ist ein, definitiv. Ein USB-Stick. Jawohl, ein Einhorn bringt das Leben zum Glitzern. Das ist auch awesome. Was ist da drin? Das sieht mir. Oh, ich krieg's nicht auf. Ich krieg's nicht auf. Schnell. Ich glaube, das ist bestimmt eine Seife. Oh, Glitzerseife. Ihr wisst ja, wie man so schön sagt: Pinkhasser werden im nächsten Leben als Glitzer wiedergeboren. Geh auf, ich will dich angucken. Ich glaube, ich hab's. Nein. Da klebt noch was. Es klebt. Oh, wie gemein. Mit einer Hand ist es voll fies. Schnell, schnell. Oh, ich glaube, es ist Süßkram. Süßkram. Schnell auspacken. Mein Gott, ich stelle mich jetzt aber auch was blöd an, gell? Da, 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 da. Seht ihr schon Süßkram? Ich kann ihn quasi schon schmecken. Irgendwie macht das gerade voll den gierigen Eindruck. Nein, ich muss sagen, ich freue mich wirklich unheimlich über so kleine Aufmerksamkeiten. Und ich habe auch echt immer schlechtes Gewissen, weil ich genau weiß, nicht bloß was die Sachen kosten, sondern auch wie teuer das Porto ist, weil das ist ja jedes Mal ein Paket. Ich habe es geschafft. Oh, Box. Was haben wir denn da? Oh, Milchcreme.
Da esse ich jetzt keins. Aber wenn ich fruchtbar gehen will. Ich warte, bis das Video rum ist. Pummel-Einhorn! Ich bin emotional sehr nah an der Keksdose gebaut. Ich auch. Ich kann es nachvollziehen. Ah, ein Schlaublock, nur ein Schlaublock. Ist das nicht knuffig? Ich liebe ja Pummel-Einhorn, gell? Muss ich dazu sagen. Ist das genial. Also ich weiß ja, von wem es ist. Ich denke, ich darf es bestimmt auch sagen, gell? Ich meine, sind ja beide auch mit Klarname angemeldet. Sind einer meiner treuesten Zuschauer, die zwei. Also liebe Nadine, lieber Tobias, vielen, vielen, vielen lieben herzlichen Dank für dieses geniale Überraschungspaket. Oh, das ist krank. Ich muss den wegmachen. Ich würde sagen, wir probieren jetzt mal so ein Kekse aus. Ihr wisst ja, die Co-Moderatoren bekommen eigentlich von mir, ja, ich bin grausam, unter der Woche so gut wie keine Bekeksung. Das sind, was heißt das? Das ist so Special Bekeksung immer im Stream. Und da freuen die sich auch unheimlich drüber, weil wenn die das jeden Tag kriegen würden, dann ist ja auch nichts Besonderes mehr. Kommt mal her, ihr zwei. Merci. Brav, du schön sitzen. Komm her, Schnecki. Peaches, komm her. Du auch sitzen? Fein. Einmal. Oh, jetzt habt ihr, Gottes Willen, jetzt habt ihr meine fürchterlichen. Guck mal, das sind meine Klocks. Die hatte ich sogar auch mal in Pink. Meine Herren. Also wirklich. Ich glaube, jetzt habt ihr auch noch mal Schlumpelhose gesehen. Egal. Der noch nie eine Jogginghose angehabt hat, wäre für der erste Schlag. Aua. Erzähl mir doch nichts. Nochmal. Du bist schon wieder aufgestanden. Wer hat dir das erlaubt? Bleib doch einfach mal sitzen und stülp dich da nicht immer so drüber. So, alle guten Dinge sind drei. Murphy, sitz. Fein. Immer. Mausitzern. Ja, du kommst mir immer entgegen. War gut? Ah, feine Bekeksung. Oh, ja, du feine Bekeksung. Feine Bekeksung. War gut? Ja, war das gut? War gut, die Bekeksung. Hm? War gut? Ja, Murphy ist ja wirklich sehr anständig. Guck mal, er bleibt jetzt hier einfach sitzen und wartet. Es könnte ja noch was kommen. Dann wäre er ja umsonst aufgestanden. Man könnte jetzt, also böse Zunge würden behaupten, das liegt nicht dran, weil er so lieb und wohlerzogen ist, sondern einfach, weil er jetzt zu faul ist zum Aufstehen. Gut, okay. Ja, also ihr zwei, wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank nochmal, auch im Namen der zwei Co-Moderatoren. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder einen, ja, sehr, sehr großen Vorrat an Bekeksung. Sehr, sehr nice. Vielen Dank, hat mich echt gefreut. Kommt natürlich, also das, da muss ich mal gucken, ob ich das nicht vielleicht... Ich glaube, das ist ein Frühstücksbrettchen, oder? Sehe ich das falsch? Ich meine, ja. Aber das ist eigentlich viel zu schade, damit ich das vollschmier mit Nutella und so einem Kram. Das würde ich mir viel lieber irgendwo hinstellen oder aufhängen. Muss ich mir nur überlegen. Kriegt auf jeden Fall, ja, so wie alle anderen Sachen auch von euch. Die haben Ehrenplatz bekommen. Die haben ein eigenes Regal quasi. Kann ich euch ja, wenn ihr Lust habt, bei Gelegenheit natürlich auch mal gern zeigen. Vorausgesetzt, die Leute, von denen ich die Sachen bekommen habe, sind einverstanden damit. Na, also ich denke mal schon. Gut, ja, dann würde ich sagen, ich hole mir Süßkram hier schon raus. Ja, dann soll es das gewesen sein für dieses Unboxing-Video. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, wie immer, eine gute Zeit und ich sage Tschüss.